hier sein können in dem Bahnhof und vor allen Dingen, dass das Wetter auch nicht so gut ist. Also wie das jetzt so bleibt, ist so Sonntag hin. Niedersachsen, einmal Präsident Mecklenburg-Vorpommern und auf der rechten Seite der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Schutzes. Ist natürlich für die Vereine und auch für die Landesverbände eine Gelegenheit, sich zu sagen können, wenn das Wetter mitmacht, kann eigentlich nicht mehr viel passieren und das Wetter wird mitmachen. Logisch klar definiert gewesen und ich finde es auch besonders herausstreichend, diese traditionellste bürgerliche Museum hier in diesem Landstrich. Der ersten offiziellen Veranstaltung in diesem Rahmen darf ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Sie alle, verehrte Festgäste, seien Sie herzlich willkommen hier in Neubrandenburg. Zu diesem Jubiläum gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Wir wünschen den 57. Schützentag hier in diesem Jahr in Neubrandenburg viel Erfolg. Zeitschiene, das habe ich dieses farbenprächtigen und beeindruckenden Umzuges. Sie hat es erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Frau Vogelstiene. Auf nach Potsdam zum 58. Deutschen Schützentag. Just say.